Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf dem Kanal und diesmal kommt das lang ersehnte FAQ. Ohne Umschweife beginnen wir mit der ersten Frage, die kommt von meinem Freund Lee Martin German HD. Hast du mal vor, einen Führerschein zu machen? Nein, nicht wirklich. Bisher hat alles so geklappt. Wie lange willst du YouTube machen? Solange es mir noch Spaß macht und es Spaß macht, anderen irgendwas zu zeigen. Und hier mit diesen Videos habe ich dich kennengelernt. Wieso? Mann. Wir sind nur ein bisschen schief. Wenn du dich mal ein bisschen mehr anstellen hier würdest, ne? Ach komm, hör auf. Nee, doch, kein Spaß auf. Mehr. Ich muss Auto gucken gehen. Mehr von den Videos findet ihr halt auf deinem Kanal. Link werde ich nochmal reinballern, wenn er nicht schon drin ist. Nächste Frage kommt von Mark, World Finest Gamer. Was war der schönste Moment in deiner Crew? Ja, Marc, liebe Grüße gehen raus. Ich habe mir drei Momente zusammengeschnitten. Hier ist was für dich. Weil ich zu dem, was willst du von mir, Alter? Verpiss dich mal. Dann sagt er mal in dem Ton hier erstmal gar nicht. Münchener Polizei, sie kommen aus dem Zug, der aus Holland kam. Und sie sehen verdächtig aus. Da habe ich gesagt, da willst du mich verarschen hier. Kann ja jeder x-beliebige Hase hier ankommen und einfach sagen, hier ist die Polizei, Alter. Ich gehe davon aus, du willst mich abziehen, Alter. Fick dich. Kannst du mich machen? Für die, die sich Elfmeterschießen wünschen, Elfmeterschießen. Baba! Versprochen. Sam, ich küsse eure Herzen. Ihr müsst es aber nicht machen, ne? Wie gesagt, ich freue mich, dass ihr das macht, aber ihr müsst es nicht machen. Ey, Jens, geile Autos. Ich wusste gar nicht, dass der Jens so geile Karren hat. Sick. Gefallen mir richtig, richtig gut. Ey Jens, ohne Scheiß, ne? Die Fahrzeuge sind echt geil. Gurkenwasser, auch bei dir bitte einmal schreiben, ob es ein Bug war oder nicht. Hätte ich nicht gedacht, dass du so geile Karren hast. Also haben mir jetzt hier alle richtig gut gefallen. Geile Fahrzeuge. Das, was ich hier sehe, besonders der hier, ne? Die sind ja wirklich mal verdammt geil. Also echt geile Autos hast du da, Jens. R6, du kennst mein Kurzzeitgedächtnis. Boah, der gefällt mir auch hier mega gut. Kranke Autos. Songwan, hast du schon gehostet? Ja, das waren schöne Momente. Jetzt hat er. Die Lobby dürfte nicht voll sein. Also ich meine, ist ja schon ein bisschen später jetzt. Da kannst du auf jeden Fall mitkommen, reinkommen und mitspielen, wenn du das möchtest. Jens hat echt heftige Autos. Geil. So, wie gesagt, wie du gesehen hast, ich habe dir mal so ein paar Sachen reingeschnitten. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten, was schöne Momente in der Crew von dir waren. Der Loopman fragt, was ist dein Ziel auf YouTube? Ja, eine große, safe Community bekommen oder sich erarbeiten. Wann löst du mal einen Kurs zum Fliegen mit der Laser ein? Ja, Loopman, dann, wenn wir mal Zeit haben dafür, wenn wir mal ein Stündchen Privatzeit haben. Und die Pläne, du weißt ja, Montag ein bisschen Ruhe, Dienstag dies und das, wenn wir da mal Zeit zwischendurch haben, dann können wir das mal machen. Die liebe Jude, meine beste Freundin, fragt mich, hast du einen Wunsch? Ja, keinen besonders großen, ich wüsste jetzt nicht, was ich mir wünsche, Hauptsache gute Freunde, gute Community und ja, das ist so ziemlich das Größte. Einen großen Traum habe ich jetzt nicht wirklich, mir fällt zumindest jetzt auf die Schnelle nichts ein, was ich als großen Traum bezeichnen würde. Aber ich denke mal, was ein schöner Traum werden könnte, ist der schöne Urlaub, den wir nächstes Jahr haben. Ich denke mal, das ist was ich noch nie gemacht habe. Ob ich ein Traumauto habe? Ja, wenn ich einen Führerschein hätte, dann würde ich so eins hier fahren wie Need for Speed Underground 2 Style. Natürlich noch mit Spinners drauf, ne? Sowas würde ich gerne fahren. Dann fragst du mich noch, wo würdest du gerne leben? Ja, also da, wo ich glücklich bin, wo meine Freunde in der Nähe sind und wo ich jetzt keine großen Reisen unternehmen muss, um zu Freunden zu kommen, sage ich mal. Sprich also, so in dem Bereich, wo ich jetzt lebe, bin ich eigentlich relativ glücklich. Ist nicht so weit zu dir, nicht so weit zu Hermi, da bin ich ganz glücklich. Der Den Zero fragt, welchen Ort
GTA magst du am liebsten? Welches merkst du mal in echt sehen? Ja, der Pier, denke ich mal, Dennis, der wird echt nice aussehen in echt. Den will ich echt mal sehen. Traumauto hatte ich ja eben schon bei der Jule beantwortet. Spül nochmal 2 Sekunden zurück oder 10 Sekunden zurück. Da sieht man das Traumauto und welchen Story-Charakter. Hier siehst du es nochmal. Und welches Traumauto, welchen Charakter ich am liebsten mag. Tja, schwer zu sagen. Franklin ist okay. Michael auch. Tor ist lustig. Ich würde mal sagen, Michael, denn er ist halt ein reicher Geldsack und das gefällt mir irgendwie so an dem. Und ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar der Lord Freehouse HD fragt, wie lange machst du schon YouTube? Ja, das ist schon eine ganze Weile. Ich habe dir auch hier gleich nochmal eingeblendet, wie lange. Das ist seit 2016 und zwar dem 27.09.2016 oder 7.09.2016. Wie lange spielst du schon GTA Online insgesamt? Seit Anfang 2014 auf der PlayStation 3 hochgespielt. Bisher über 1000 Level auf meinem Privataccount. Und hier habe ich ein On-Log-All für die Community. Dann die nächste Frage. Der Julian HD fragt mich, wie alt bin ich? 30. Können wir mal privat zusammen zocken? Ja, bestimmt, wenn es das einrichten lässt und die Zeit sich das hergibt. Natürlich können wir das. Die nächste Frage. Bitte? Also was arbeitest du? Metallwerkstatt ist das, also ein Metallbau. Nächste Frage von Julian ist, na komm. Ja, wie gesagt, in dem, da machen wir halt nicht viel, wir bauen eine Zusägerei, weißt du, so ein bisschen Metallsägen, Julian, und Zuschnitt und dies, das, Ananas, nichts Großes. Ja, das habe ich schon beantwortet und zwar eben, ja, wo möchtest du hinkommen? Ja, safe Community, schöne, vielleicht auch den einen oder anderen Freund finden, wo man halt auch mal ein bisschen was zocken kann. Aber hauptsächlich erstmal eine schöne Community aufbauen. Natürlich sollte alles im netten Rahmen und es sollte Spaß machen, selbstverständlich. Und letzten 2 Fragen, wie geht's dir und deiner Familie? Ja, mir geht's gut, meiner Familie, denke ich mal, hoffe ich auch. Hab zwar jetzt nicht täglich Kontakt zu denen, aber denk mal, da wird es schon gut gehen. Was trinkst du gerne? Ja, na hier, das da. Eins meiner Lieblingsgetränke, gönn dir. Ist günstig und schmeckt gut. So, nächste Frage und dann fragt mich der Armin.241 Team Doppelapfel oder Team Traubeminze. Ja, da habe ich auch lange Gedanken drum gemacht und Armin, ich kann sagen, ja, ich würde sagen Doppelapfel, aber du weißt auch, Armin, ich mache manchmal gerne den Scherz mit dem Traubenoutfit und mache dann auch gerne mal den Traubenmin mit, weißt du, mache ich gerne mal den Scherz mit, aber eigentlich Apfel, also, ne, weißt Bescheid. So, nächste Frage und die nächste Frage kommt von den Big Oss, Ivana recycelbar oder nicht? Nein, ist nicht möglich, kann man nicht recyceln, tut mir leid Big Oss, ist nicht möglich. So, nächste Frage ist von dem lieben Kerem, was ist dein Lebensziel? Ach du Gott, Kerem, du stellst Fragen. Ja, wie schon gesagt, ein schönes Leben haben, schöne Freunde haben, eine schöne Community aufbauen, ein bisschen GTA zocken, ein bisschen chillen, bei warmem Wetter mal ins Schwimmbad gehen, halt so ein chilliges Leben haben, weißt du, keinen Stress aufbauen und alles schön chillig dahin gehen lassen, also ja, kein Stress. Ziel an sich, ich wüsste nicht, auf was ich hinarbeiten möchte. Hauptsache, ich habe alles, was ich brauche, so, weißt du? Dann die Melina fragt mich, was dein Hobby? Im Winter zocken? Da kann man ja nichts machen. Und im Sommer halt gerne, wenn es mal warm ist, an warmen Tagen gehe ich gerne ins Schwimmbad, wenn es möglich ist. Jetzt wegen Corona-Zeiten war das ein bisschen schwierig. Wieso heißt du auf YouTube Zockerbeast? Ja, ich habe früher habe ich gesagt, ja, beim Erstellen des Kanals habe ich gesagt, ja, ich bin Zocker. Und ja, ich bin manchmal richtig biestig drauf und da habe ich gedacht, okay, mach mal Zuckerbies. Und dann mache ich das Geburtsjahr noch dabei und zack, er ist heute der Name. Wo fährst du in den Urlaub mit uns? Ja, Spanien, wenn ich mich jetzt nicht, wenn mich mein Alter mal nicht täuscht, dann war das Alcudia. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, kann mich aber mein Alter mal auch täuschen.
Was ist dein größter Traum? Ja, das hatte ich ja eben schon im Prinzip schon mal beantwortet. Ja, nichts Großartiges. Schöne Community. Freunde vielleicht finden und so weiter. Was ist mein Lieblingsessen? Naja, mehreres. Ich esse gern Pommes, ich esse gern Pizza. Und mein liebstes Getränk habe ich dir auch schon beantwortet. Wurde dir gerade eingeblendet. Was möchtest du? Wie sieht deine Zukunft aus und was möchtest du gerne erreichen? Ja, wie gesagt, eine schöne Community, Freunde. Ja, was will man mehr eigentlich im Leben, finde ich. Magst du lieber Sonne oder Schnee? Ja, weder noch eigentlich. Ich mag weder die pure Sonne, noch mag ich den Schnee. Ich mag so den Durchschnitt, aber wenn man mal ins Schwimmbad geht, dann ist die Sonne halt eigentlich das Bessere. Denke ich, würde sagen, ich tendiere leicht zur Sonne, aber sollte nicht zu heiß sein. Weil da kann man schlecht, finde ich schlecht arbeiten, finde ich. Die nächste Frage hast du auch schon geschrieben, und zwar, da schreibst du, reist du gerne? Ja, dazu muss ich sagen, die erste Reise, ich habe noch nie eine Reise gemacht, die erste Reise, die ich je mache, sag ich mal, die mache ich nächstes Jahr mit euch. Und ich habe vorher noch nie eine gemacht. Ich war weder großartig unterwegs, noch war ich irgendwo anders, noch war ich in der Schule irgendwo großartig, waren wir mal weg. Das waren vielleicht Kleinigkeiten, Klassenfahrten nach Österreich oder whatever. Aber was das war, oder Schweiz, ich weiß nicht mehr genau. Das ist nichts Großes, aber so jetzt, da du das Flugzeug-Emoji benutzt hast, gehe ich mal davon aus, du meinst Flugzeugreisen, und das habe ich noch nie gemacht. Und das wird nächstes Jahr meine erste sein. Deswegen bin ich gespannt. Und schwimmst du gerne? Ja, das tue ich, aber halt nur beim Sommer. Im Winter natürlich kann man das auch machen, aber im Sommer natürlich lieber als im Winter. Im Winter kann man sich leicht erkälten. Deswegen lieber im Sommer. Obwohl ich so ein Pechheld bin und schaffe das, wenn ich Pech habe, auch im Sommer. Ja, mich zu erkälten, ja. Das schaffe ich auch im Sommer. Das ist möglich, aber naja, lieber, wie gesagt, schon gerne, aber Sommer ist mir da lieber. Der liebe Poldi fragt mich, hast du vor, irgendwann mal mit Facecam zu streamen? Ja, bestimmt irgendwann mal, wenn das sich das einrichten lässt und ich das da durchblicke und das alles über den PC laufen kann, dann denke ich mal, dass man vielleicht auch mal eine Facecam machen kann. Aber da muss auch hier das Zimmer passen, es muss die Umgebung passen und. Also das ist ein bisschen aufwendig, da ich jetzt keine Wand direkt hinter meinem Stuhl habe, sondern im Prinzip das ganze Zimmer. Ist das ein bisschen schwierig, weil ich will halt das ganze Zimmer zeigen, sondern wenn dann halt, wenn überhaupt dann nur mich und nicht meine Sachen hinter mir. Beruflich mache ich so eine Art Metallverarbeiter, Metallzeugs, also ich arbeite mit Metall, mit sowas rum, ich schneide Stangen zu und so weiter, so für Anhänger und Co. Also im Prinzip hier so eine Art, ja, Metallarbeiter oder sowas. Kann man das bezeichnen? Ja. Ich hoffe, ich konnte die meisten Fragen beantworten. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Dann schreibt sie doch einfach weiter in die Kommentare. Möchtet ihr noch so einen FAQ mal haben? Habt ihr noch mehr Fragen? Dann schreibt es mir doch in die Kommentare, dass ich das, dann mache ich das vielleicht irgendwann in vielleicht 3-4 Monaten nochmal. Vielleicht gegen Ende des Jahres. Wer weiß. Ansonsten wünsche ich euch noch ein bisschen. Was, schaut in den Discord vorbei, ich schreibe gerne täglich, ich antworte gerne, wenn ich was sehe. Mir macht das riesen Spaß, darauf zu antworten. Und ja, Donnerstag wird wieder ein Stream sein. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch schon wieder rum, wenn das hochgeladen ist. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch einen schönen Tag. Hier gebe ich euch jetzt den Rest des Gameplays, des Rennens. Und dann ich bin raus, wünsche euch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream oder im nächsten Video. Haut's rein. Ich bin raus. Die Cola trinkt. Kluck, 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 kluck.
shadow through the sun rays and I...